Moin, moin, Freunde. Hier ist der Bambam wieder zurück bei World of Tanks. Wir sitzen im 6er-5er-Match als Top-Tier-Fahrer im T3485M mit Grandmark, der hier im Zug spielt mit Soul Hunter 007 und wer ist das da oben? The Left A-Hawk. The Left A-Hawk. Ja, Dreierzug, Top-Tier-Zug, dreimal Met, Pudel T3485M und VK3002M. Mein Lieblingspanzer von denen drei ist ganz klar der VK3002M, diese Panther-Reihe der Deutschen. Komme ich am besten damit klar, wobei der Pudel ja eigentlich dasselbe ist, ne, von den Polen. Aber oh Gott, okay, oh Gott, sage ich schon. Okay, wir spielen mit Grandmark im T3485M, also Premium-Panzer muss man sich kaufen. Tier Stufe 6 von den Russen, kostet glaube ich irgendwas um die 4000 Gold. Was haben wir dann hier noch? Hellcat, ja, aber kennen wir dann überhaupt noch jemanden, der hier noch mitfährt? Gucken wir mal gerade. Im Gegnerteam, TPX, nee, kennen wir nicht. Also, kommen wir noch immer kurz zum Panzer. 720 PS hat das Ding unterm Arsch, würde ich mal sagen. Entschuldigung, 720 Strukturpunkte. So, HP und HP, ne? Health Points oder Horsepower. Ist dasselbe, ne? Also 720 Strukturpunkte hat die Kiste, 500 PS unterm Arsch und die bringen das Ding auf 53 km/h. So, ich hoffe, ich hand jetzt mit den Verplapperern und Versprechern mal durch. Hat eine Gunmark sogar drauf, auf dem Ding habe ich gerade gesehen. 85mm Kanone, Pen 144 mit normaler Munition, knapp 200 mit APCR. Und ja, damit haut er dann so 180er Kellen, haut er raus. Panzerungstechnisch ist dieses Fahrzeug frontal, ist das so ein bisschen sein Schmuckstück. Er ist frontal sehr gut gepanzert. Für einen 6er Met 75 an der Wanne, 90 am Turm. Seitlich dann 75 am Turm, hin raus 52 und die Wanne seitlich und hin 45 mm. Also die Front nach vorne, wenn ihr euch gegen andere Mets stellen, dann habt ihr die die Vorzüge dieses Fahrzeugs an den Mann gebracht. Und dazu eine gute Schussfrequenz und das zeichnet dieses Fahrzeug eigentlich aus. Mit einer 50% Besatzung, falls ihr kein Geld habt, ihr kauft euch den Panzer, setzt eine 50% Besatzung drauf, ohne alles, ohne Ansätze und so weiter, habt ihr einen Reload von 6,5 Sekunden ungefähr. Ihr kommt aber auf unter 4,5 Sekunden pro Schuss runter. So, ich würde sagen, genug erzählt. Wir lassen das Ding jetzt mal laufen. Jetzt weiß ich gar nicht. Ja, wir lassen einfach mal laufen und gucken uns mal an. Geben wir ein bisschen Gas hier. Ein bisschen schneller. Und dann geht die Geschichte los. Wir sind in seiner Sicht. Und vor allen Dingen, wir sind auf der Karte Highway. Ne? Top Tier habe ich ja schon erwähnt. Wir machen die Map mal so groß. Eigentlich, ja, haben wir sie so groß normal. Oh, ich weiß nicht. Jetzt lassen wir es mal so, schalten hier noch immer durch und dann haben wir das Bild so, wie wir es eigentlich immer haben. Er fängt mit normaler AP-Munition an. Da er hier Top-Tier ist gegen 5er, würde ich das genauso machen. Ich würde hier jetzt nicht anfangen, schon gleich mit APCR rumzuballern. Er hat noch ein paar Rationen dabei, die einfach die Crew noch mal, die Skills der Crew noch ein bisschen maximieren. So, jetzt gucken wir einfach mal. Hellcat. Ey, wie heißt dann der Typ da im Gegnerteam? Guckt euch das mal an. Ich muss hier kurz Pause machen. Guckt mal, der vierte von oben im VK3001P. Ja? Und der oben drüber. Das ist natürlich nicht schlecht. Weggespritzt und reingespritzt. Die zwei. Das sind doch wieder Mitarbeiter des Monats, oder? Lassen wir mal laufen. Was sind das für Fahrzeuge? Firefly und VK3001P. Okay, dann schauen wir mal, wo die auftauchen, die zwei. leck. Meine Fresse. Das sind immer wieder Dinge,
so neue Dinge, wo man einfach sagt, es hört nicht auf, es hört nicht auf mit den Spezialspezialisten. Unglaublich. So, seine Zugkameraden sind auch hier bei ihm. So als Nummer. Und ja, das war's mit der Hellcat. So, steht 1-1. Wie viele Heavys haben wir im Spiel? 4 Heavys im Spiel. Bei der BDR, weiß ich nicht, was der macht. Ich glaube, der ist AFK. Und jetzt geht's hier schon nach vorne. Jetzt geht's hier schon nach vorne. Ja. Die Artis, oder die eine Art, die besser gesagt, rotzt hier mal gleich mit drin. Auf beiden Seiten jeweils eine Hellcat-Geschichte. So, wie geht's weiter? Was haben wir da? Oh. Das, Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken. War, glaube ich, ein Ghost Shell. So wird jetzt der Akku sein. Ghost Shell. Oh. Immer schön Bradizie. Bradizie. Ich weiß nicht, was der da macht mit seinem KV2. Normal müsste jetzt auch mal die Art, die da hinschießen. Na, den hätte ich jetzt nicht mehr rausgehauen, den Schuss, aber okay. 1-2 steht's in der Mitte auf der Map, fährt jetzt ein KV-1S durch. Was ist denn da los? Und wieder abgeprallt. Das gibt's doch alles. Jetzt kommt er durch. Pass auf. Nee, aber kritischer Treffer. Okay. 3-5. Ah, super. Der Uni fährt der KV-1S. Jetzt hat er das gemerkt. Und jetzt sagt er sich, ey, Freundchen. Wobei er jetzt hier sehr leichtsinnig steht. Sich sehr leichtsinnig hier positioniert hält. Weil wenn der KV-2 um jetzt in die Seite drin schießt, ist ganz schnell Feierabend. Ach, gut. Jetzt fängt der M4 an zu feuern. So, stell dich in den Busch und dann Feuer frei. Das macht er nicht. Fährt als weiter an, schießt während der Fahrt dahin, steht noch ein TD. Ich würde jetzt mal stehen bleiben, genau. Ah, dann geht das doch, nochmal. Zack, und der KV-1S ist Geschichte. Der wird hier, ja, das dachte ich mir. Ja, jetzt der TD da noch. Ne, was ist denn das da? Crusader. Ja, das sollte ein Crusader sein. Den hat er, ach, schön. 5-7, sie sind wieder dran. Aber der reingespritzt hat gerade einen umgenietet. Der hat gerade einen umgenietet. Da haben wir doch einen von den Kameraden, oder? Ist das der? Nee, dann ist der M4. Ich dachte, das wäre der Firefly. Die sind jetzt ziemlich gleich aus. Aber. Oh, der Kosen Glue hat ihm die Kill geklaut. 6-7 steht's. Sein Zug ist noch komplett. Anwesend, sozusagen. Ja, auf so einer offenen Karte. AT2. Was willst du damit machen? Und jetzt pushen die Gegner durch die Stadt durch. Sein Team hat keinen Heavy mehr. Die sind alle gefallen. Das Sturmgeschütz geht hier raus. Aber es steht immer noch 8-8. Also hier ist noch alles offen. Und der AT2, ja. Ne, ich wollte es dir gerade sagen. Was willst du mit dem AT2 auf so einer offenen Karte machen? Sobald du aufgehst, bist du AT fressen. Ne? Das ist einfach nur so. Entweder fährst du mit dem Ding irgendwo in der Stadt, wo du dich versteckeln kannst zwischen den Gebäuden. Oder du vergräbst dich in irgendeinem Busch. So wie er es hier macht. Oh, jetzt ist der Left A-Hawk. Der ist schon mal raus. Schade, schade, schade. So, was haben wir hier? Jetzt geht er hier ruf. Oh je. Driven ist nur noch der VK. Ah, ne. Das ist noch einer. Aber insgesamt sieht das doch gar nicht gut aus. Momentan. Ich würde die Bude wegschießen. Der AT2 muss jetzt noch ein bisschen helfen. Oh, es ist ein anderer Kollege raus. Ah, ja, schön. AT2 schießt anscheinend HE, wie es aussieht. Sein nächster Kill, sehr schön. Und wer hat ihm jetzt hier eine gedrückt? Der reingespritzt. Hat ihm eine gedrückt. Dritter Kill. Sie sind nur noch zu dritt gegen 6 Gegner. Und hier kommt jetzt der nächste Kamerad. Das ist er. Das ist der reingespritzt. Und jetzt schnappt er sich den. Komm schon. Schön. Eine noch, komm. Busch steht er hier. Sehr, sehr schön. Und da hat er. Oh, das war doch auch schon wieder irgendwie. Also, wo ist denn der Schuss jetzt hingegangen, Leute? Dann hat er das gesehen. Jetzt sind sie nur noch zu zweit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Das
Da wird ja nichts mehr. Jetzt fängt die Art ja auch schon hier an zu schießen. Wie will er das Spiel hier noch drehen? Kann man das mal einer erzählen? Ja, da hat er. Schön. Schön. Type T34 ist raus. Kill Nummer 4. Wo ist denn der Spritzer? Der muss doch da irgendwo sein. Der AT2, was macht der? Mal ganz kurz stoppen und mal gucken. Was hat denn der AT2 noch? Der hat noch 190 Struktur. Okay, gehen wir nochmal in seine Sicht, lassen laufen. Die haben noch ein OI experimentell und ein KV2, der halb tot ist. Das ist mal Fakt. So, und der VK hier hat auch nicht mehr viel gehabt. Gefährlich meiner Meinung nach noch die, ja, Selbstfallerfette, oder ist er? Schön. Und natürlich die Arti. Und jetzt ist er hier. Motor im Arsch. HP am Arsch sozusagen. 2200 Damage hat er zwar auf der Uhr. Mit 5 Kills. Aber oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Franzacken-Arti schießt sich jetzt hier warm. Er muss gucken, dass er wegkommt. Was jetzt hier der AT2 vorhat, weiß ich nicht. Warum der jetzt da unten in das Loch fährt? Keine Ahnung. Hätte einfach hier in einem Busch stehen bleiben sollen. Jetzt ist natürlich die Frage, was machst du jetzt in dem Moment? Greifst du jetzt hier an oder defst du weiter? Ne? Fakt ist, wenn die zwei gegnerischen Heavys hier übers offene Feld Gefahr kommen, müsste die ganz klar sehen können und ausschalten können. Ne? Von da, und gucken wir da, da haben wir die Panzer-Selbstfallerfette. Meiner Meinung nach der gefährlichste Gegner, den soll er zuerst rausschießen. Und verschießt erstmal. Dann halt der OI, komm. Schöner Treffer. So, und der AT2, der kann überhaupt nicht wirken jetzt. Der kann ihm gar nicht helfen. Da, sicher, wie ich gesagt habe, da kommt der Spotzfreund übers Feld Gefahr. Und ich weiß gar nicht, wo die ganzen Schüsse da hingehen. Jetzt aber, komm, KV2, der sieht ihn nicht mehr. Viel zu schlechte Sichtweite, der Russen Heavy. Also, das sind jetzt ganz schlechte Beispiele, Leute. So, was, so sollten wir gar nicht machen, ne? Panzer-Selbstfallerfette gegen AT2, wie es aussieht. Wo ist der OI? Ey, was ist denn mit deinem... Ach, jetzt kann er reparieren. Komm, mach! Ich denke die ganze Zeit, war der Absicht nicht mit kaputten Maschinen da durch die gehen. Das gibt's alles nicht. Der OI, pass auf! Er hat noch nicht gesehen, er hat noch nicht gesehen. Leck, wo die Schüsse hingehen, ich weiß es nicht. Der hat ihn immer noch nicht gesehen. Ach, den hat er. Kill Nummer 7. Es ist, ja, sicher, die Art, die WS auch nicht 100 Pro, wo er steht. Das ist die Sichtweite, die diese Heavys einfach nicht haben. Und jetzt die Selbstfallerfette hat natürlich die Sichtweite. Aber jetzt muss er gucken, was kann er machen. Hat er jetzt HE geladen? Ja. Mann weg. Oh, jetzt hat die Art ihn getroffen. Komm schon. Jawohl, Radley Walters. Freunde der Nacht. Jetzt wird die gleich die Arti noch einmal hier hinschießen. Tippe ich mal ganz stark. Der Höhne. Ja. So. Jetzt ist er aber zu. Und jetzt hat die Arti eigentlich schlechte Karten. Es sei denn, es ist ein wirklich aufmerksamer. Er hat 0 Kills. Ja, okay. Aber es sei denn, es ist ein wirklich aufmerksamer Arti-Spieler, der sich jetzt irgendwas ausdenkt. Um die 48 Struktur, die Grandmark noch hat, rauszuschießen. Ja. Fährt hier jetzt auch übers offene Feld. Wo hat sich jetzt natürlich die Arti verkrocht? Das ist die Frage. Da ist sie. So, und sieht ihn nicht. Oh, jetzt aber. Ja, Arti, das war falsch. Da haben wir Kill Nummer 9. Und meiner Meinung nach natürlich geil gespielt. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Auswertung. So, Leute, und hier ist die Auswertung. Also, ich weiß nicht, vielleicht hat er ja gelesen, die anderen zwei Kieschern Rasur am Abend, Intimrasur wahrscheinlich. Meine Fresse. Panzer Ass, natürlich die Radley Walter Medaille, Großkaliber und die Krieger Medaille für 9 Kills, die er gemacht hat und 3500 Damage. Ohne Worte, nice fight, no camping. Eigentlich hat er recht, er hat ja nicht wirklich jetzt hier irgendwo rumgekämpft. 42 Schuss abgehen, 28 direkte Treffer, 23 Durchschläge.
Ja, es sind ein paar Granaten unter ferner Liefen geflogen, aber das kommt halt vor, weil wenn die Runde trotzdem dann so ausgeht, ist das ja Schnuppe. 162.000 Piepen hat er hier gemacht und 13.000 Erfahrungspunkte. Ist wahrscheinlich in dieser mal 5 Zeit gewesen. Am Abend gespielt, deswegen auch Rasur am Abend. Nee, mal 4 war es hier. Am 5. Januar. Nicht schlecht, Herr Specht. 51.000 Kritter am Schluss raus. 1633 Erfahrungspunkte gemacht. So, was haben dann jetzt? Ach, guck mal, hier ist er reingespritzt und weggespritzt. Tja, oh, 3 Kills haben sie beide. Also beide nicht schlecht, wollen wir sagen, ne? Nicht schlecht. Aber es hat nicht gereicht für unseren guten Grand Mark, der hier schön abgeräumt hat. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Ding. Haben wir sonst noch was? Ich bedanke mich für diese geile Runde bei Grand Mark und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, euer Bam Bam. Tschüssi, Kowski.